Ihr Lieben, so, heute ist mal wieder Tommy on Tour, Teil 2. Ich bin hier im Garten von Peter und Manu, also von Manu und Peter. Und wir gehen einfach mal hier so durch. Auch ein sehr interessanter Garten, sehr verwildert, aber auch gibt auch viele tolle Sachen zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange einfach mal hier so an, gehe einfach mal so weiter. Hier ist ein großer Pfirsichbaum oder angeblich sind es auch zwei, die hier stehen sollen. Der hinten ist der zweite. Und wenn ihr den Krach hört, das ist, weil hier heute so eine kleine Feier hier, Geburtstagsfeier hier stattfindet. Ich muss nur aufpassen, dass ich die ganzen Menschen hier nicht, ihr habt es gerade knallen gehört, Bierflaschen knallen, dass die ganzen Menschen nicht drauf kriege. So, gehen wir mal hier vorbei. Hier so durch. Weiter. Fremde Stimmen hier, alles fremde Stimmen. So, ich gehe mal weiter. So, hier ist eine Hütte, eine kleine. Ja, müssen wir jetzt auch nicht reingehen. Jetzt hat mir der Peter so viel erklärt, habe schon wieder die Hälfte vergessen. So, hier im hinteren Teil, also hinter der Hütte haben wir so einen kleinen Pool. Für die Kinder. Und hier haben wir ein, tja, wie soll ich sagen, das ist ein riesiges Kartoffelfeld. Das ist quasi nur so eine Art Kompost, sage ich mal so, in das einfach viele kleine Kartoffeln pflanzt, also Knollen reingesteckt worden sind und die wachsen da wie irre raus. Ganz tolles Ding. So, gehen einfach mal weiter. Hier ist schon Nachbarsgarten. Hier hängen eine ganze Menge schwarzer Johannisbeeren dran. Also ein richtig tolles Gartenjahr hier beim Peter und bei der Manu. Kohlraben. Natürlich abgefressen wie bei uns auch. Aber hier ist eine riesen Paprika. Türkische Peperoni. Wahnsinn. So, gehen wir mal kurz hier. Und das finde ich ja total klasse hier. Hier ist so ein... Da ein Tomatenhaus, was aber nicht zu ist, sondern ein offenes Tomatenhaus, hat einen idealen Standort hier. Und wie ihr seht, die Tomaten sind echt irre. Die wachsen wie verrückt. Und was hier auch wächst, das hat bei mir noch nie funktioniert, ist der Basilikum. Riesige Pflanzen, alles voll hier unten. Also das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Bei mir, sobald ich ein Pflänzchen draußen habe, sind sofort die Schnecken da. Aber das ist hier auch ganz cool gelöst in diesem, bei diesem Tomatenhaus ist die Bewässerung. Seht ihr unten, seht ihr so, ja, so Rohre, die quasi hier ins Tiefe reingehen, also quasi unter dieses Beet gehen und quasi abschüssig sind. Und die geben also sukzessive Wasser oder auch Nährstoffe, wenn man es düngt, an die Tomatenpflanzen ab. Das heißt, oben ist es total trocken, sieht eigentlich völlig vertrocknet aus so im ersten Moment, aber unten ist es halt total feucht. Und das heißt, dass hier oben auch gar keine Schnecken hinkommen können, weil es hier oben eben trocken ist. Das heißt, die Schnecken vertrocknen sozusagen. Also, das ist eine ganz klasse Idee eigentlich. So, da gehen wir mal weiter. Hier ist übrigens auch ganz, ganz toll die wilde Karde. Eine unter Naturschutz stehende Pflanzenart. Und zwar nicht nur hier, sondern hier überall. Das ist quasi eine richtige wilde Kardehecke hier. Das ist auch eine ganz tolle Bienenweide. Ganz tolle Geschichte im Prinzip, also ganz tolle Geschichte. Und nach hier auch alles voller wilde Karde. Stangenbohnen, Buschbohnen, alles was das Herz begehrt. Hier sind Ringelblumen. Bei uns fangen die noch nicht an zu blühen, wird ja auch bei uns auch langsamer Zeit. Aber wir sind ja geduldig. Als Gärtner muss man geduldig sein, toller Spruch. Ja, ihr hört auch hier, die Straße ist relativ nah, wie bei uns. Ist halt so. Hier sind schwarze Johannisbeeren nochmal. Hier sind Stachelbeeren zu sehen. Hier ist der Komposter. Und hier wird auch noch einiges entstehen im nächsten Jahr, was mir der Peter gerade gesagt hat. Hier ist so eine Totholzhecke für die, ja, für die Tiere im Winter, wie auch immer. Und Brennnesseljauche darf natürlich auch nicht fehlen. Klar. So, jetzt gehen wir weiter runter. Aua, das war die wilde Karde, die mich jetzt hier verletzt hat. Gucken wir mal ganz kurz hier ins Gewächshaus rein, da bin ich ja gerade vom Glauben abgefallen. Ich mache das hier mal auf. Was mich hier eigentlich erschlagen hat, ist das hier.
Das ist Dill. Das ganze Gewächshaus ist voller Dill. Der wurde einmal ausgesät und das sät sich jedes Jahr wieder selber aus. Das ist echt der Hammer. So viel Dill kann kein Mensch essen, aber ich wäre froh, wenn wir ein bisschen davon im Garten hätten. Ein bisschen Hammer ja, aber längst nicht so viel wie hier. Bohnenkraut ist zu sehen. Und auch wieder hier diese Bewässerungsteile, wie man da sieht. Wassermelone ist hier auch drin. Ein Kohlkopf. Nochmal Wassermelone. Ach Gott, was hier alles ist. Hier ist eine Tomate, die sich selber ausgesät hat. Das kennt man ja, dass plötzlich irgendwas entsteht, was gar nicht geplant ist, aber das ist eigentlich immer das Tollste daran. Jo. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Ach, der Hasko ist übrigens auch dabei, wie ihr seht, gell? Hasko muss keine Angst haben, weil ich das Tor hier zumache. Komm hier, mein Kleiner. Huch, so ist zu. So, jetzt sind wir da durch. So, jetzt gehen wir wieder runter, sozusagen. Hier sind Himbeeren zu sehen. Hier ist der Gastgeber. Hallo, Paul. Also nicht Paul, sondern Hallo. Hier ist die Hütte von hinten zu sehen. Hier ist das Essen oder ein bisschen des Essens, was es gerade gab. Und ich gehe jetzt noch mal hier einmal rum. Gehen wir noch mal nach unten. Ganz kurz. Komm, Hasko. So. Jetzt muss ich mal kurz Schluss machen, weil ich bei den Menschen hier vorbeilaufe. So, schauen wir noch kurz in dieses Hochbeet hinein. Ringsrum wächst eine Wassermelone. Etwas laut hier, weil die Leute hier so rumkrakeelen. Und hier ist was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes, eine sogenannte Speckblume. Die ist jetzt hier irgendwie auch ganz überraschend gekommen und blüht sogar schon. Naja. So, jetzt sind wir eigentlich schon fast durch. Gehen wir noch mal ein bisschen hier runter, noch zum Teich. Wie ich mir habe sagen lassen, ist sogar ein Fisch drin, den man definitiv hier nicht sieht, weil hier so viele Pflanzen drin sind. Eine Seerose habe ich vorhin auch gesehen. Da ist er. Ja, wenn man das so sehen kann. Okay. Das finde ich auch mal wieder faszinierend. Wie kann man nur so einen großen Salbei im Garten haben? Verstehe ich nicht. War bei mir noch nie geworden. Wenn, dann bleibt er klein und ist für den nächsten Winter wieder erfroren. Tja, das gleiche mit dem Rosmarin. Also ein irrer Stock. Meiner ist minimäßig und ja, ich muss jedes Jahr neuen kaufen. So sieht das leider bei mir aus. Na gut, Leute. Hier ist noch so ein bisschen Gestrüpp, sag ich mal so. Ja. Soweit also zu dem Garten von Manu und Peter. Und ich gehe mal wieder zu der illustren Gesellschaft. Alles klar, bis den Tage. Macht's. Ach, hier ist auch eine Sonnenblume. Stimmt. Auch ein Riesending. Blüht jetzt auch bald. Gut, das wär's dann für heute. Macht's gut. Tschüss.